Hörster ersetzen. Die Schalker versuchten offensichtlich in der Anfangsphase das Spiel langsam zu machen, aber Leverkusen drängte sofort energisch und setzte sich am Strafraum der Schalker fest. Zwei Einwürfe hintereinander, wir sind in der 11. Minute. Das ist Röber. 12.000 Zuschauer, die Hälfte davon sicherlich Schalke. Ein weiter Einwurf, eine schlechte Faustabwehr von Junghans auf den Fuß von Posen und der bedankt sich mit einem 20-Meter-Schuss 1:0 in der 11. Minute. Nicht schuldlos daran Torwart Junghans, wir werden das gleich in der Wiederholung noch einmal sehen. Nein, direkt der Schuss von Posner. Junghans hatte ihm den Ball genau auf das Schussbein gefaustet. 1:0 also nach 11 Minuten. Schalke hatte bis dahin überhaupt noch keine Torchance gehabt, hatte versucht, den Ball zu halten, wie gesagt, das Spiel langsam zu machen, wurde jetzt natürlich gezwungen anzugreifen. Jansson auf Wuttke, mit dem rechten Fuß ein gefährlicher Schuss in der 14. Minute, die erste Torchance für Schalke. Und die Mannschaft drängt weiter. Man sah sehr viele Pärchen, messerscharf deckten sich die Spieler gegenseitig und dann ein Konter von Leverkusen über den heute sicherlich besten Stürmer, über Waas. Lorand mit Nummer 4 hatte ihn zu decken, aber Sie sehen, was Waas mit ihm machte. Scheitert letzten Endes an Junghans. Er kann einmal ein ganz, ganz großer werden. Aber Schalke wird stärker. Trotz dieser schönen Konterchance, die Sie eben sahen, Bittcher, der mit Wojtowicz sehr viel zu tun hatte, der kaum einmal dazu kam, so wie hier, frei abzuspielen, drängt nach vorn. Das ist Jansson, für ihn saß Tüfic hier auf der Bank. Wuttke, Posner bei ihm. Schipper ist das, wird nicht beherzt angegriffen. Glück für Leverkusen, dass Bitterhoff hier den Ball zur Ecke ablenkt, die allerdings nichts einbrachte. Schalke. Bernhard Dietz. Und dann nimmt ihm Ökland den Ball ab. Leverkusen konzentrierter, spritziger. Das zeigen solche Szenen. Ökland. Röber läuft links mit. Ja, und dann rettet Lorand. Vor dem Einschuss bereiten. Ökland. Schlechtes Abspiel. Und dann immer wieder solche Angriffe. Das ist Wojtowicz, der sich mit Bittcher auseinandersetzte, viele Zweikämpfe gewann und vernünftig und klug aus dem Mittelfeld spielte. Vöge, ein gefährlicher Schuss, er war, fiel ein bisschen ab gegenüber seinen letzten starken Spielen, nicht in Bestform. Gegen Ende der zweiten Halbzeit wird Schalke immer stärker. Wuttke, schönes Zusammenspiel. Kruse ist das, er kämpft einen Eckball. Wir sind in der 41. Minute. Bittcher. Und da hat Leverkusen Glück, dass Wuttke verpasst und Dietz verpasst. Greiner bedankt sich bei Saborowski. Nach wie vor 1:0 für Leverkusen. Aber diese Führung hing hier am seidenen Faden. Das sehen wir noch einmal. Bittcher. Wuttke ist da und Abel und Dietz im letzten Augenblick gestört. Immer noch vor der Halbzeit, vor dem Seitenwechsel. Wuttke, Schalke in einer sehr starken Phase, angegriffen von Posner. Der lässt ihn auflaufen, natürlich Freistoß für Schalke. Schiedsrichter Schmidhuber war ein souveräner Leiter in diesem an sich fairen Spiel. Jansson, Dietz ist nach vorn gekommen und der Ball sah beinahe schon aus, als sei er im Tor, ganz, ganz knapp vorbei. In der 45. Minute noch einmal diese große Möglichkeit für Schalke vor dem Seitenwechsel, unmittelbar vor dem Seitenwechsel auszugleichen. Nie und nimmer wäre Greiner an diesen Ball herangekommen. Ja, da ist der Halbzeitpfiff. Wer nun hier die Spieler auspfeift, weiß man nicht. Die Hälfte der 12.000 sicherlich Schalke. Der Rest aus Leverkusen. Hier sind die Leverkusener Fans, die nach dem Seitenwechsel das große Zittern lernen sollten. Denn Schalke wird immer stärker.
Vor allen Dingen Bittcher, Abel ist das. Greiner, sehr aufmerksam, erhält, was zu halten ist. Das ist Abel. Noch einmal der Schuss aus gut 20 Metern. Hart neben den Pfosten, aber Greiner ist zur Stelle. Eckball. Und wieder Abel. Bruckmann hatte ihn zu decken. Steht dicht bei ihm. Greiner und der Schalker Druck hält an. Kruse. Ja, das war gestrecktes Bein, hochgestrecktes Bein, aber Schmidhuber lässt hier weiterlaufen und das gibt Eckball für Schalke. In einer Drangperiode für diese Mannschaft. Wieder Abel mit dem Kopf. Bruckmann hatte sehr, sehr viel Mühe mit ihm. Das ist Dietz. Vöge. Schießt Kruse an, aber er kämpft sich dann nochmal den Ball und hier gibt Schiedsrichter Schmidhuber etwas unverständlich. Eckball für Leverkusen. Was? Rüber. Er kann schießen aus dieser Entfernung. Wuttke. Schauen Sie seine Einsatzfreude. Ganz hinten am eigenen Strafraum holt er sich den Ball, spielt Drexler an und er wird von Gelsdorf gefoult. Ein bisschen unglücklich. Gelsdorf bekommt dafür die gelbe Karte. Seine siebte übrigens. Verletzt sich selber bei dieser Aktion. Hat eine stark blutende Kopfwunde, aber setzt das Spiel fort, ebenso wie Drexler. Trotz solcher Szenen ganz sicher ein faires Spiel und trotz der Bedeutung, die dieses Spiel hatte. Schalke. Ja, das war das 1:1 durch Abel in der 24. Minute. Bittcher hatte vorbereitet. Schauen wir es uns noch einmal an. Von Opitz kommt der Pass. Bittcher hier nicht von Wojtowicz gedeckt, kommt frei zum Flanken. Abel hat überhaupt keine Mühe. Wo war Bruckmann, der ihn zu decken hatte? 1:1 in der 70. Minute. Jetzt will Schalke gewinnen. Schalke muss gewinnen. Ein Punkt ist beinahe zu wenig. Das war Wuttke und wieder Greiner. Vöge. Auch Leverkusen braucht 2 Punkte. Leverkusen steckt nicht zurück. Das ist Röber. Wird nicht angegriffen. Schießt aus gut 20 Metern und trifft ins Tor. 2:1 in der 73. Minute. Ein wichtiges Tor. Für Leverkusen und für Schalke. Noch einmal. Niemand greift ihn an. Gut 20 Meter. Hackt mit dem rechten Fuß und knapp neben dem Pfosten. Junghans kommt nicht mehr an den Ball. 2:1 Führung für Leverkusen. Und das gibt natürlich Auftrieb. Ökland. Was? Vöge. Hat heute nicht viel Schussglück. Das zeigt auch dieser Schuss aus 14 Metern. War nun ein offener Schlagabtausch. Beide Mannschaften stürmen. Beide Mannschaften haben Chancen. Posner ins Aus. Einwurf für Schalke durch Bittcher. Abel flankt auf den Kopf von Drexler und Greiner mit seiner größten Tat. Ich habe es schon einmal gesagt, was zu halten ist, hält dieser Torwart. Wir sehen es noch einmal in der Zeitlupe. Aus kürzester Entfernung unter die Latte und Greiner ist soeben noch mit der rechten, mit der linken Hand am Ball. Die 84. Minute, ein weiter Abschlag. Vorne steht Waas, Lorand bewacht ihn. Schauen Sie ihn an, der 19-Jährige, spielt ihn leicht aus und kaltblütig mit dem linken Fuß an Torwart Junghans vorbei ins Tor. 3:1 für Leverkusen in der 84. Minute. Ein herrliches Tor. Und dieser junge 19-Jährige, den routinierten Lorand ausspielt, verzögert, wartet mit dem Schuss und dann versetzt er auch Junghans 3:1. Es bleibt beim verdienten 3:1 Sieg der Leverkusener. Detmar Kramers Dank an Röber und Gelsdorf wird sicher aus tiefstem Herzen kommen, denn nun ist der Club sicherlich die ärgsten Sorgen los auf Kosten von Schalke. Und damit zurück zu Heribert Fassbender.